Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. So könnte sie gewesen sein, die Geschichte der Emmaus-Jünger, die in Lukas 24 beschrieben ist. Auf die Blickrichtung kommt es an. Das ist übrigens im ganzen Leben so. Der eine Blickwinkel, die beiden Wachen hier am Tor, die sind ganz froh, dass der Rummel von vor ein paar Tagen endlich vorbei ist und dass sie ihre Ruhe haben. Dieser Hype um Jesus, der war ihnen irgendwie unheimlich und das war abgefahren. Zuerst wird er als König gefeiert, alle jubeln und freuen sich und tanzen und lachen und rufen, Hosianna, der Messias ist da. Und dann, nur Tage später, kippt diese Stimmung in ein Kreuzige. Weg mit dem, wir wollen ihn nicht mehr. Aus Hosianna wurde kreuzige ihn. Auf den Blickwinkel kommt es an. Dann die beiden Jesus-Nachfolger. Unser Messias ist tot. Ich bin völlig verzweifelt. Wir halten es hier in Jerusalem nicht mehr aus. Hier haben sie ihn gekreuzigt. Jetzt ist alles aus. Und aus diesem Blickwinkel konnten sie auch überhaupt nicht glauben, was die Frauen sagten. Der Herr ist auferstanden. Wunschdenken, Träume, Illusion. Auf den Blickwinkel kommt es an. Das gilt auch für das Geschehen an Ostern, zum Beispiel an diesem Osterfest heute. Wenn wir sagen, dieser Jesus ist für uns gestorben, dann sagen andere, der ist schon lange für mich gestorben. Klingt scheinbar ähnlich, sind aber völlig unterschiedliche Aussagen. Und wenn manche sagen, mit dem Tod ist alles aus, dann sagen wir doch, nach dem Tod beginnt das wahre Leben. Und wenn manche sagen, wie kann Gott das zulassen, dass sein eigener Sohn stirbt? Dann sagen wir, diese Zulassung offenbart die Liebe Gottes zu dir und zu mir und bringt endlich eine Klärung der Schuldfrage mit sich. Auf die Blickrichtung kommt es an. Und dann die beiden Jesus-Nachfolger aus Emmaus wieder zurückgekehrt, haben sie Jesus persönlich erlebt und sagen, etwas Unglaubliches ist passiert, Jesus lebt. Und sie sind wie ausgewechselt, völlig anders, begeistert, mit neuer Motivation, mit neuer Energie, mit neuer Kraft unterwegs. Jesus lebt, rufen sie, Jesus ist auferstanden. Diese Botschaft verändert diese Welt, seitdem und für immer. Auf die Blickrichtung kommt es an. Jesus überwindet Grenzen und das macht den eigentlichen Unterschied. Der Tod hat eben seit Ostern nicht mehr das letzte Wort, sondern das Leben, das ewig andauert. Karfreitag ist klar nur ein Übergang, nicht Ergebnis. Ostern, Auferstehung, Festtagsfreude, das ist entscheidend. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Angenagelt hängt er am Kreuz, aber Gott macht frei. Schuldig, so wird er verurteilt, aber er büßt für uns. Verspottet, bespuckt und der Hass entlädt sich, aber er duldet es. Schweigsam, aber sein Handeln spricht Bände. Geschlagen und blutend, aber er kämpft und leidet für uns. Scheinbar besiegt und begraben, aber er steht wieder auf. Augenscheinlich wird er zum großen Verlierer, gedemütigt, erniedrigt, misshandelt, gefoltert. Aber am dritten Tag, der alles überragende, strahlende Sieger, der Lebende. Seine engsten Vertrauten ergreifen die Flucht. Und er, sogar von Gott verlassen. Aber er sagt, bei euch bin ich alle Tage.
Dunkelheit und das Böse scheinen zu gewinnen, aber er zerreißt den Vorhang, bahnt den Weg zu Gott ins Allerheiligste. Auf die Blickrichtung kommt es an. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Unsere Grenzen, die wir heute hier und jetzt erleben, sind für ihn kein Problem, denn er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Das, was wir als Begrenzung erleben, kann durch Gottes Geist Freiheit werden. Und wo wir sagen, das geht nicht, sagt er, ich bin der Weg. Und wo wir denken, das ist unmöglich, sagt er, alles ist möglich für den, der glaubt. Und wo wir uns eingeengt fühlen, öffnet er uns den Himmel. Wir erleben Grenzen der Machbarkeit, aber er kann alles. Wir geben auf an Mauern der Hartherzigkeit und Sturheit, aber er überwindet sie mit Barmherzigkeit und Liebe. Wir denken, dass seine Kraft, seine Heilung nur bei anderen sichtbar wird. Er sagt, durch meine Wunden habt ihr und seid ihr heil. Wir sagen, sein Wort verändert gar nichts. Er sagt, mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wir leiden an anderen Menschen und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir erleben Zerstörung, Wut, Hass, Böses und er sagt, ich bin gekommen, diese Werke des Teufels zu zerstören. Wir sehen eine Welt voller Terror, Angst und Gewalt und Krieg. Er sagt, in der Welt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt besiegt und überwunden. Wir hören von Christen in Verfolgung, nicht nur jetzt jüngst in Ägypten. Er sagt, wer treu bleibt, wer mir treu bleibt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir spüren die zunehmende Lieblosigkeit und er sagt, die Liebe Gottes ist schon ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Jesus verändert bis heute und diese Botschaft verändert Menschen bis heute. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Es kommt eben doch auf die Blickrichtung an. Schauen wir uns doch mal die Personen denen Jesus begegnet ist nach der Auferstehung mal an. So einige habe ich rausgegriffen. Maria von Magdala. Sie weinte, als sie in das Grab schaute und ihr Jesus nicht mehr da war. Der Schmerz trübte ihren Blick, weil ihr geliebter Herr irgendwo weggetragen, entführt wurde. Und erst als Jesus sie mit Namen anspricht und sagt, Maria, da verändert sich alles. Vielleicht dachte Jesus an diesen alten Vers aus Jesaja 43, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Nicht die Traurigkeit und Trauer haben das letzte Wort, sondern Jesus sagt, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Oder Thomas. Er zweifelte. Er zweifelte an den Aussagen der anderen. Zweifel gehören zu unserem Glauben dazu. Ist Gott wirklich gut? Hat er mich im Blick? Ist er tatsächlich auferstanden? Wenn diese Fragen auftauchen, ist es wichtig, sie zu hören und ernst zu nehmen. Jesus begegnet Thomas mit Liebe und Geduld und wischt damit die Zweifel beiseite. Jesus ist auch da, der Grenzenüberwinder. Er sieht unsere Fragen und hört uns ganz sicher. Und die Bibel lehrt mich, erbarmt euch derer, die zweifeln. Judas 22. Oder schauen wir auf die Jünger beim Fischzug am See Tiberias. Frust ist ja wie so ein Virus, der sich breit macht. Wenn einer damit angesteckt ist, kann er damit andere infizieren und runterziehen. Gib einen mit Frust in eine Gruppe von Menschen und sie sind alle nach einer Zeit frustriert. Und so versuchen sich die Jünger irgendwie abzulenken mit ihrer Arbeit. Das war das, was sie konnten, wo sie nicht nachdenken mussten. Aber jetzt blieb in dieser Nacht der Erfolg aus. Und Jesus begegnet ihnen am Ufer, will mit ihnen frühstücken,
eigentlich eine gute Idee und sie wissen gar nicht, getrübt ist ihr Blick von diesem Frust. Sie sehen Jesus nicht, weil der Frust noch größer war. Und er gibt ihnen den Auftrag und sagt, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und plötzlich sagt der Jünger, der Jesus lieb hatte, Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Das ist wie ein Motivationsschub, wie so ein Sonnenstrahl in die Dunkelheit der Frustration. Jesus ist der Grenzenüberwinder. Enttäuschung über nicht erfüllte Wünsche, Frustration über nicht erreichte Ziele, privat oder auf der Arbeit, Niedergeschlagenheit über fehlende Erfolge, all das gibt es. Und damit gehen einher ganz viele Fragen. Habe ich was falsch gemacht oder bin ich gar falsch? Die Bibel lehrt mich, den Blick auf Gottes Handeln zu richten, der das Unmögliche möglich macht und in Jesaja 43 schreibt, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und dann Petrus. Jesus nimmt am selben See Petrus beiseite und dieser Spaziergang ist besonders. Jesus heilt seinen Seelenschmerz, diese tiefe Wunde in der Beziehung zu seinem Herrn. Ja, er hat ihn dreimal verleugnet. Ja, er wollte das nicht und er sagt dreimal, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus vergibt ihm. Er lenkt seinen Blick auf etwas anderes. Er beauftragt ihn neu. Das ist Jesus, der Grenzüberwinder. Er nimmt Menschen mit Fehlern in die Mitarbeit. Er beauftragt Menschen, die ihn lieb haben, anderen davon zu erzählen. Er sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann, wie gerade gesehen, die Emmausjünger. Die Zuwendung durch Jesus, zuerst durch den Unbekannten, verändert alles. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Wahrheit gilt für Ostern und diese Wahrheit verändert alles. Jesus ist der Grenzenüberwinder bis heute. Wie Menschen das heute erleben, zeigt zum Beispiel folgende Geschichte aus der Arbeit von Transworld Radio. Das ist der internationale Zweig oder die internationale Organisation. Der deutsche Zweig ist der Evangeliumsrundfunk und Horst Marquardt war langjähriger Leiter und erzählt folgende Geschichte. So hörte ich zum Beispiel von einem Mann auf Kuba, nennen wir ihn Alex. Er und seine Frau waren beim Suchen einer Radiosendung auf Transworld Radio gestoßen. Sie hörten die Sendungen und wurden schon nach kurzer Zeit so angesprochen, dass sie sich für ein Leben mit Christus entschlossen haben. Von Jesus zu hören, von ihm zu wissen, das erfüllte eine große innere Sehnsucht, die Alex und seine Frau seit Jahren gespürt hatten. Der Mann berichtet, wir waren die ersten Christen in unserer Stadt. Es begann eine sehr bewegte Phase unseres Lebens. Der Widerstand im Land gegenüber der Evangeliumsverkündigung war groß. Doch ließen wir uns nicht davon abhalten, von dem zu reden, was wir selbst erfahren hatten, nämlich, dass Christus eine außerordentliche Kraftquelle ist. Meine Mutter begann ebenfalls Transworld Radio zu hören. Sie kam zum Glauben. Dann folgten mein Vater und auch meine Schwester. Wir haben dann Nachbarn ermutigt, Transworld Radio zu hören. Leider hatten wir keinerlei gedrucktes Material. Wir waren nur auf die Sendungen angewiesen, doch wir erlebten, dass immer mehr Menschen sich für Christus öffneten. Ich habe dann angefangen, auch in der Umgebung auf die Sendungen aufmerksam zu machen. Wir haben in verschiedenen Familien Gebetsgruppen gegründet. Jeden Tag machten sich meine Frau und ich auf den Weg mit dem Gebet, dass Gott doch noch mehr Menschen zu unserer Gemeinschaft bringen möchte. Soweit der Bericht aus Kuba. Damals verschlossenes Land und schon damals gab es Christen in diesem Land.
Jesus ist der Grenzenüberwinder. Er reicht in verschlossene Länder hinein. Nicht nur durch Sendungen wie Transworld Radio. Er erreicht Menschen, die ablehnend sind, und durchbricht diese Grenze der Ablehnung. Auf die Blickrichtung kommt es eben an. Ich habe eine Karte mitgebracht, die liegen draußen an den Stehtischen. So sieht sie aus, mit einem Zitat von Heinrich Böll. Wenn Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, Sinnbild der Auferstehung. Und dazu steht hinten der Vers aus 1. Petrus 1, gelobt sei Gott, der uns in seiner großen Liebe das ewige Leben geschenkt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Karte könnt ihr nachher, wenn ihr wollt, gerne mitnehmen. Sie stammt von der Stiftung Marburger Medien. Jesus, der Grenzen überwindet. Seine Gegenwart, seine Auferstehungskraft verwandelt. Traurigkeit in Freude, Zweifel in Staunen, Enttäuschung in Mut, Versagen in einen neuen Auftrag. Und ist es nicht so, er kann noch viel mehr. Mürrische Menschen werden plötzlich fröhlich. Jähzornige werden lammfromm. Streitsüchtige werden friedliebend, Eifersüchtige werden versöhnlich. Entmutigte werden Menschen mit Mut und Hoffnung. Unversöhnliche werden vergebungsbereit, Betrüger werden plötzlich ehrlich, Egoisten werden echte Nachfolger Jesu, die bereit sind zu teilen. Es gibt eine Kraft in dieser Welt, die durch nichts aufzuhalten ist, und die heißt Jesus Christus. Es gibt eine Liebe, die durch nichts getoppt werden kann, und die kommt von Jesus Christus. Er verändert diese Welt, er verändert uns, er verändert unser Leben, unser Umfeld. Und diese Auferstehungskraft Jesu, die wirkt bis heute in Menschen, die Jesus nachfolgen und diese Kraft auch zulassen. Es braucht schon eine Öffnung für seine Kraft, für die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn dieser Geist in uns keinen Raum hat, was soll sich dann verändern? Wenn dieser Geist Gottes nicht in uns wirkt, bleibt alles beim Alten. Wenn wir uns dem verschließen, dann verschließen wir uns einer Kraftquelle, die um so viel mehr in unser Leben hineingeben könnte, als das, was wir heute erleben. Schauen wir auf die Karte, schauen wir auf dieses Zitat. Wenn wir wie Raupen nur das essen und schlucken, was uns vorgesetzt ist, dann ist diese Welt sehr klein und sehr beengt. Wenn es aber zur Verpuppung dieser Raupe kommt, dann entsteht neues Leben, ein neuer Blick auf diese Welt. Der Schmetterling, er bleibt nicht nur an einem Ast, an einem Blatt sitzen, sondern er fliegt in die Höhe. Wir können uns öffnen für diese Kraftquelle Gottes, die uns froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller sein lässt. Und die Frage ist doch, wem könntest du vielleicht heute noch davon erzählen? Wer braucht Glaube, Liebe und Hoffnung für sein Leben? Wer könnte durch diese Freundschaft mit Gott verändert werden und Frieden finden? Ich schließe mit einem alten Lied, das, wie ich finde, nicht besser zur Auferstehung zu Ostern passen könnte, von Christian Fürchtegott Gellert. Gelebt hat er 1715 bis 1769. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und seine Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein. Sein sei auch mein ganzes Leben.
Reines Herzens will ich sein, bösen Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden, seine Treue wanket nicht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht, Herr, Herr, meine Zuversicht. Amen.